Hi, hier ist Ben Hübschmann. Willkommen zu dieser Lektion. Das ist der Rhythmus-Part von den Rock- und Metal-Gitarren-Weihnachts-Medley. Ich hoffe, mittlerweile kennst du es schon. Ja, wir haben ja vor wenigen Wochen oder Tagen das Solo als auch dann die fortgeschrittene Version zum Anhören gepostet. Ich hoffe, du hast das Video schön geteilt. Und jetzt sehen wir uns, wie gesagt, den Rhythmus-Part von der Anfängerversion an. Die Videoanlagen findest du unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los. Ja, wie du gehört, gesehen hast, eine wunderbare Übung, um Power Chords spielen und auch wechseln zu üben. Wir starten direkt mit Part A, alle Jahre wieder. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, wir brauchen hier nichts anderes außer Power Chords. Und zwar geht's los hier mit dem G-Power Chord, jeweils immer, und das ist auch das Schöne vom Rhythmus her, haben wir später dann zwar noch Achtel, aber dabei bleibt's auch oftmals hier teilweise Viertel oder sogar halbe bzw. ganze Noten. Los geht's hier in Takt 3. G Power Chord, G, D, G, C, G mit dem B im Bass. Du nimmst quasi deinen ersten Finger und schiebst vom dritten auf den zweiten Bund einfach deinen Finger. Hast du diesen coolen Akkord. D, E, B, C, G, D, G, D, C, G, D und G. Ja. Dieser Part wirklich relativ simpel. Dann kommt ein Wechsel in der Geschwindigkeit. Und zwar von, was haben wir hier, 85 Beats per Minute geht es auf 70 Beats per Minute. Und in Takt 12 haben wir Pausen. Ganz wichtig hier. Du spielst den G-Power-Chord nicht, ja, irgendwie, sondern du spielst ihn wirklich für eine Achtel. Das heißt, wenn der Rhythmus 1 und 2 und 3 und 4 und ist, spielst du ihn genau für 1 und ab dem Und ist Schluss. Ja. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Okay? Wenn es das nicht genau rhythmisch klappt, ja, ist es kein Problem. Was ich nur darauf, oder jetzt zumindest nicht so tragisch jetzt hier, wenn du es einfach nachspielst, ja. Was ich damit nur sagen möchte oder dich darauf hinweisen möchte, ist einfach ganz allgemein für deine Rhythmik, für deine Präzision und dein Rhythmusgefühl, ja, immer darauf zu achten, was ist das wirklich für ein rhythmischer Wert und wie lang wird er wirklich ausgehalten, okay? Also, wenn du jetzt ne, komplett noch Anfänger bist und schon mal froh bist, dass du überhaupt die Power Chord spielen kannst, überhaupt kein Problem, dann spielst du mal wegen auch einen ganzen Takt lang oder ne, mach einfach diesen, ohne dir groß darüber den Kopf zu zerbrechen. Aber einfach, dass du schon mal im Hinterkopf
hast, dass du schon mal was davon gehört hast und die dich darauf hingewiesen haben. Und wenn du schon etwas weiter bist, ja, dann achte ruhig mal darauf. Also, G, 3, 4 und dann E, D, ja, D, C, G, D, A, D, 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 C, D, C, D, D und dann jetzt achte viermal das G. 1, 2, 3, 4. Da kannst du übrigens alles hier mit Abschlägen spielen. Und jetzt Palm-Muting. G, Fis, F, G. Sehr wichtig hier, dass du Palm-Muting verwendest, dass du richtig schön in die Saiten reinhaust mit voller Wucht. Ja, weil im Hintergrund spielt der Schlagzeuger die Drums, die Floor-Toms, so richtig schöne Bam, Bam, so richtig schöne Schritte. Ja. Wenn der Weihnachtsmann durch den Schnee stammt quasi. So, dann geht's über. Das ist quasi die Überleitung zu Klingelklöckchen. Klingelingling. Dann haben wir Takt 17. Nur ein kurzer Part aus dem Song. D. Den ganzen Takt ausgehalten. D. D. A. D. Dann haben wir wieder einen Tempowechsel. Diesmal auf 95 Beats per Minute. Das heißt, es wird etwas schneller. Der Schlagzeuger zählt aber nochmal ein, es sind zwei Takte, wo du Zeit hast, dich daran zu gewöhnen. Nichtsdestotrotz kann es am Anfang sein, dass das Ganze am Anfang für dich etwas seltsam anfühlt. Ja, so ein Tempowechsel, das ist vollkommen normal. Einfach erstmal dir anhören, auch nochmal mit dem Hörbeispiel gemeinsam anhören und einfach versuchen, mit dem Schlagzeuger mitzuzählen, sodass du die Viertel 1, 2, 3, 4 mitzählst und wieder in den Takt reinkommst. Du hast dann letztendlich als Rhythmusgitarrist in diesem Fall, ja, bei diesem Job, dann hier eh erstmal 9 Takte lang Pause. Vor Ort in Sign, dann Part D, der letzte Part. Und danach geht es dann weiter. Du brauchst den folgenden Rhythmus. Und zwar beginnend auf dem G-Power-Chord. Ja, also sprich 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Sehr beliebter Rhythmus. Hier zwar von der Geschwindigkeit relativ langsam, aber es ist auch die Anfängerversion und trotzdem eine super Möglichkeit für dich, diesen Wechsel vom Palm-Muting zum Power-Chord zu üben. Das heißt, du hast offen gespielt den Power-Chord, spielst dann zweimal einfach den dritten Mund Palm-Muting. Nochmal das Ganze. Und dann G und einmal Palm-Muting, die G-Seite. D. Selber Rhythmus. E. C. G, B. C. D. D. Er wird einfach die Power-Kurz wieder ausgehalten. A. A. B. So, ich sage noch was dazu. Und zwar in Takt 35 ist das. Und zwar der dritte Bund. Da spielst du die Melodie mit, die auch die Melodiegitarre oder Leadgitarre hier spielt, nämlich dritter Bund, 0, 5 und dann wieder das G. Ist ein cooler Effekt, auch rein zum Songwriting, ja, wenn dann die Rhythmusgitarre, wenn sie die ganze Zeit nur Powerchords gespielt hat, auch mal einen Singen-Riff spielt. Ist eine coole Sache. Den fünften Bund, das ist der, auf der A-Seite ruhig schon mit deinem dritten Finger greifen, dann hast du nämlich schon den hier auf der Quinte parat liegen, brauchst du nur den ersten Finger, um den G-Powerchord zu greifen. Dann geht's weiter und das ist nochmal exakt dasselbe wie gerade eben, außer in Takt 39 spielst du diesmal kein E, sondern ein G-Powerchord, aber ja, ist im Grunde genommen wurscht, weil der Rhythmus ist exakt derselbe. Das geht dann so weiter und zum Schluss beendest du das Ganze auch auf der Melodie. Und nochmal den G-Power-Chord und bist dann auch am Ende. Ja, das war der Rhythmus-Part von der Anfängerversion. Damit sind wir ja mit der Anfängerversion schon mal durch, können wir abhaken. Die fortgeschrittene Version lässt nicht lange auf sich warten. Am Montag, ich weiß nicht ganz, welcher Tag es ist, ich glaube, es müsste der 18. sein oder so, auf jeden Fall in dieser Woche, wo der Samstag der 21. ist. Dort an dem Montag gibt es die Rhythmusversion von der fortgeschrittenen Version und das Solo, die Melodie von der fortgeschrittenen Version, gibt es am 21. Dezember an dem Samstag.
Sei gespannt, abonniere unseren Kanal, ja, wenn du dranbleiben möchtest. Und falls du übrigens sagst, hey, ich möchte noch mehr Riffs spielen können, ja, nicht nur hier von den Weihnachtssongs, sondern allgemein, um mein Riffrepertoire zu erweitern, meine Rhythmik zu verbessern, dann check auch unsere 69 Rock und Metal Riffs ab. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Das ist das Buch. Gibt es auch noch als Online-Kurs. Online-Kurs ist im Endeffekt dann mit Videos, Tabs, PDFs und so weiter und so fort. Und hier hast du das Buch, falls du noch was in der Hand haben möchtest. Ja, kannst du einzeln bestellen oder auch zusammen im Bundle. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Nachspielen. Bis zur nächsten Lektion. Rock on!